So, meine Freunde, das nächste Netzteil, ja, das Straight Power 12, 1200 Watt, ja, das möchte ich euch heute vorstellen, zeigen, ja, das ist das 80 Plus Platinum und ja, wie gesagt, beim Netzteil ist es auch immer so eine Sache, viele, naja, die denken, das ist alles, ja, alles so einfach immer, ne, dann bestelle ich mir mal irgendwo ein Netzteil. Also man sollte schon, je nach Hardware, also ich habe die meisten Reparaturen gehabt. Ja, das gucken wir mal. Erstmal die Folie, ihr seht, also wirklich, ist noch ganz neu verpackt. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ja, aber es ist, ja, einer der besten Netzteile, die ich zeigen kann. Ihr wisst, ich habe schon sehr oft Be Quiet Netzteile gezeigt. Ich zeige euch meistens auch, ich verlinke euch meistens auch immer wieder diesen Netzteilrechner. Das heißt, ihr könnt dann immer schauen, welche Hardware habe ich. Ja, Grafikkarte, CPU und so weiter, RAM, Festplatten. Und dann könnt ihr nämlich dann auf der Seite von Be Quiet könnt ihr euch genau das anschauen, also dann sagt Be Quiet euch schon, wie viel Watt ihr Verbrauch habt und danach könnt ihr euer Netzteil kaufen. Ne, ich sage immer, ja, nicht immer, aber eigentlich doch, es kommt immer darauf an, was ihr für ein System habt. Wenn ihr natürlich direkt von vornherein ein klasse System habt, braucht ihr nicht noch mehr Watt, wie vielleicht Be Quiet angibt, bisschen Puffer kann gerne immer dazwischen sein, also 100 Watt mehr, ne, kann ruhig sein. Aber wenn ihr euch erstmal, ne, CPU-mäßig gut, aber Grafikkartenmäßig nicht so gut aufstellt und ihr sagt, okay, nächstes Jahr habe ich wieder ein bisschen mehr gespart, dann will ich mir eine größere Grafikkarte kaufen, dann berechnet bitte dann direkt schon ein bisschen mehr. Denn sonst müsst ihr euch auch noch ein neues Netzteil kaufen. Das wäre dann immer wieder Geld, ja, da wieder Geld, da wieder Geld. Na, und dann kann man natürlich so direkt mit einem Schlag sagen, okay, ich hole mir direkt ein paar Watt mehr. Ne, und nächstes Jahr passt das dann auch für die Grafikkarte, die ich mir dann holen gehe. Ne. Darum also wirklich, ist nur ein Tipp von mir, ihr müsst das nicht. Wie gesagt, schaut auf den Netzteilrechner, ansonsten könnt ihr genau sehen, was ihr an Verbrauch habt. Ja? Und wir haben ja hier dieses Straight Power, ja? Da gibt es natürlich auch das Pure Power und so weiter. Das ist immer eine Kostenfrage, das ist ein bisschen auch designmäßig, auch lüftermäßig, das heißt kondensatorenmäßig, kabelmäßig, immer so kleine Unterschiede, ja, aber ich habe auch mittlerweile noch das Pure Power drin, das 1000 Watt, und ich bin damit auch noch immer zufrieden. Ja, jetzt haben wir hier eine größere Nummer, das heißt also, wir haben hier auch andere Kabel dabei, ja, und das, wie gesagt, schauen wir uns an. Ne? Allein hier, wenn man das sieht, alle Kabel wunderbar gesleeved. Wir haben hier auch dieses neue Kabel drin, das heißt für die neueren Grafikkarten, ja, dieses, diese 600 Watt Leistung haben wir, glaube ich, hier auch mit drin. Ja, also das könnt ihr alles nachschauen. Ja, hier ist es, da ist es, da kommt es gerade raus, da ist es, da kann man es sehen, ja. Und hier sogar, genau, ein zweites, weil bei 1200 Watt, ja, da haben wir natürlich auch zwei davon. Wie gesagt, alles schön gesleeved, auch die SATA-Kabel und so weiter. Also alle Kabel sind hier wunderbar angeordnet. Wir haben natürlich hier auch ein schweres Netzteilkabel. Also da könnt ihr nicht euer altes Netzteilkabel verwenden, weil der Stecker hier, der ist dann doch ein bisschen, das Kabel ist einfach ein bisschen besser noch abgesichert. Ja, das ist auch dicker, das merkt man auch. Der Stecker hier, der ist also richtig fett, muss man sagen. Also da ist schon ein ganz großer Unterschied zwischen den anderen normalen Netzteilen. Ich habe jetzt kein Netzteilkabel, glaube ich, hier im Moment angeschlossen. Sonst könnte ich euch den Unterschied zeigen. Ja, das ist also schon ganz andere Hausnummer hier. Ne? So, dann haben wir hier noch natürlich das ganze Zubehör. Dann haben wir hier einmal die vier Schrauben. Dann haben wir noch ein paar Kabelbinder. Ne? Dann haben wir hier nochmal Kabel, hier sind dann wieder die 24-Pin-Leitung, hier sind aber auch nochmal SATA-Kabel, Molex-Kabel, also eigentlich abwärtskompatibel für alle und aufwärtskompatibel auch für die neuen Grafikkarten. Also ist hier
alles dabei. Die Kabel sind wirklich alle sehr schön lang. Ist auch ganz wichtig bei größeren Gehäusen, muss man da auch drauf achten. Ja, Schutzschaltungen, ja, ich glaube, muss ich hier mal einen Finger drauf halten. So. Schutzschaltungen brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Damit ist der Karton auch schon leer jetzt hier, weil alle Schutzschaltungen, die wir so eigentlich mittlerweile kennen bei Netzteilen, DC, DC und so weiter, ist alles hier bei dem neuen Netzteil Pure Power. Ja, ihr könnt das aber auch gerne nochmal in der Bedienungsanleitung hier nachlesen. Ihr könnt natürlich auch im Internet, ich setze euch den Link immer rein, ja, es geht also hoch bis 1500 Watt sogar, ja, also es gibt es auch als 1000 Watt, als 850 Watt, als 750 Watt. Wie gesagt, ne, das, was ihr braucht, gibt es hier eigentlich für jedermann. Und wenn wir uns das mal anschauen, also auch vom ganzen Design her, weil hier sind ja keine Kabel mehr, die das Ganze verbindet, sondern wir haben ja hier mittlerweile alles Platinen, die praktisch gesteckt werden. Schaut euch dieses schöne Netzteil an. Und was ich immer wieder sagen muss bei Be Quiet, die heißen ja auch nicht umsonst so vielleicht, Quiet heißt leise, das heißt, alles, also auch die letzte Wasserkühlung, die neue Pure Loop 2, ist so leise, so hervorragend. Ja, die läuft schon eine ganze Weile jetzt hier unten bei mir auf dem Rechner. Und ich muss sagen, da bin ich auch sehr zufrieden mit, was die Lautstärke betrifft. Klar ist da eben jetzt keine RGB, aber die haben ja mittlerweile auch mit RGB-Lüfter. Ja, und eben, was sie nicht machen bis jetzt, sind weiße IOs. Ich erwähne das gern nochmal, vielleicht kommen ja doch mal weiße. Also, wie gesagt, hier haben wir das Teil, hier seht ihr, haben wir die ganzen Anschlüsse, ist genau beschrieben, wo welcher Stecker reinkommt. Hier sind die 2x600 Watt Leitungen und so weiter. Ja, Molex, ja, hier Grafikkarte und so weiter. Das ist alles nochmal beschrieben. Wir haben hier hinten, schaut euch den Schalter an, dann wissen viele schon Bescheid. Was ist das für ein Brummer hier? Ja, das ist natürlich ein Schalter. Also das ist schon, ja, also mächtig. Und ihr seht, wenn ihr hier reinschaut, wie viel Kupfer Wicklungen hier sind, das ist alles mit Kondensatoren, Steckplatinen, also ja, wenn man früher so ein Netzteil mal aufgemacht, ich habe die auch schon mal aufgemacht, ich rate immer davon ab, weil es sehr gefährlich, also mir macht sowas nicht, ja. Be Quiet gibt genug Garantie hier drauf, ja, das heißt, die sind auch sehr gut in der Abwicklung. Wenn ihr Probleme habt, ja, könnt ihr euch da melden per E-Mail und dann wird euch wirklich auch weitergeholfen, wenn ihr Probleme haben solltet. Ja. Das ist natürlich schon auch ein langes Netzteil, länger wie andere, ja. Ich habe euch ja das letzte, das kleinste der Welt gezeigt, das ATX. Und jetzt haben wir hier wieder ein richtig langes. Da muss man natürlich auch Platz haben. Das ist auch vom Gehäuse her ganz wichtig. Schaut, ob das auch alles reinpasst. Und ansonsten, ja, brauche ich hier nicht mehr so viel zu sagen. Es ist einfach ein mega, 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 mega tolles Netzteil. Und wie gesagt, ich habe von Be Quiet jetzt schon so lange und so oft und ich habe auch schon von anderen Firmen Netzteile gehabt, die auch leise sind. Ja, aber hier muss ich wirklich sagen, von der Lebensdauer, ich habe immer noch in allen Rechnern ein Be Quiet Netzteil drin und muss immer sagen, von der Lebensdauer her, also man, das eine ist, glaube ich, mittlerweile jetzt auch 5 Jahre, habe ich das schon, 4 Jahre, ja, also da ist wirklich nichts zu meckern, ne? Aber wie gesagt, Garantie ist drauf, da solltet ihr euch schlau machen. Und wenn was ist, die helfen auch gerne weiter. Ne? Ist so ein Feuchtigkeitsbeutel noch dabei. Wie gesagt, hier habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr nämlich sagt, okay, Kalle, ich habe eigentlich gut ausgesorgt, ja, auch grafikkartenmäßig, aber vielleicht mache ich ja doch nochmal einen SSL-Verbund. Das heißt also 2 Grafikkarten, ja, oder Crossfire, ja. Ne, da könnt ihr also mit 2 Grafikkarten, natürlich hier mit dem Netzteil, mit den ganzen Anschlusskabel, könnt ihr auch 2 Grafikkarten, ja. Ich habe es selten noch gesehen mittlerweile, ja, aber es gibt sie immer noch, ja. Also man hört immer da und da, gibt es immer noch welche, die 2 Grafikkarten, vor allen Dingen, wenn sie Wasserkühlung machen, ja. Weil bei 2 Grafikkarten in der heutigen Zeit, ja, die bringen natürlich viel Wärme, ne, und dann passt das wirklich auch
ganz gut hier vom Netzteil her, wenn ihr sowas vorhaben solltet. Ja. Meine Freunde, ja, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, bitte immer in die Kommentare. Ihr wisst, ich antworte immer schnell und zügig. Ich antworte nicht auf dumme Sachen. Na, da gibt es mittlerweile auch wieder viele dumme Sachen, die geschrieben werden. Ja, ich mag solche Sachen nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin hier kein Profi. Ja, ich kenne mich mittlerweile nur gut aus, behaupte ich mal. Ja, aber Profi bin ich bei langem nicht. Ja, also das sind die, die auch dann in der Materie gelernt haben und so weiter, die das beruflich dann vielleicht auch machen, ja, die dann doch vielleicht, ne, das ein oder andere mehr wissen sollten. Ja, ne? Aber wie gesagt, Netzteil ist wichtig. Ja, nicht denken immer, ja, gut, okay, ich kaufe mir da so einen China-Kracher oder weiß ich, ja, und das passt schon irgendwie, das wird auch vielleicht die ersten Tage passen, vielleicht, aber irgendwann dann passt es nicht mehr. Ne? Und dann kommen solche Rechner sehr oft zu mir, wo ich dann wirklich denke, okay, das kann eigentlich vom Netzteil her sein, dass es während dem Spiel ausgeht, einfach der Rechner und so weiter. Da habe ich schon viele, viele Sachen. Ich habe ja auch mal so ein Video gemacht dafür, was passieren kann. Also wenn das Netzteil wirklich nicht die Wattzahl aushält, obwohl es eigentlich müsste. Das ist immer das Kuriose bei Netzteilen, ja. Ja, wenn, die sagen dann immer, ja, aber das reicht. Ich habe den Netzteilrechner genommen, Kalle, ja, und da stand 500 Watt oder 460 Watt. Und ich habe 750 Watt genommen, habe gedacht, gut, ne, ein bisschen mehr. Aber das Problem ist, wie sind die einzelnen Leitungen bei den ganzen Netzteilen aufgeteilt? Und, wie sind die ganzen einzelnen, das ist auch wichtig. 750 Watt heißt nicht 750 Watt, nicht bei allen Netzteilherstellern, ja. Hier kann man davon ausgehen, ja, da hast du immer eine Effizienz von 95-96%, ja, und dann stimmt das auch, ja. Also auch nochmal ganz wichtig, so ein Teil. So, jetzt habe ich hier noch gequatscht, ne, genau. Ja, meine Freunde, Fragen ab in die Kommentare. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht, ja, also es geht immer weiter, ich versuche ja immer wieder alles zu besorgen. Wichtig ist aber, und was sage ich ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, macht es gut und tschüss zusammen.